Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Mitunter kann es ja ziemlich hilfreich sein, auf eine Deadline zuzusteuern, weil man sich dann zusammenreißt und im Schlusssport alle Konzentration und Kräfte auf das Erreichen des Ziels bündelt. Im Falle des Brexit ist allerdings noch nicht ganz ausgemacht, ob das immer näher rückende Datum des Austritts, der 29. März, für eine Lösung hilfreich ist oder die Akteure eher paralysiert. Nachdem das britische Unterhaus am Dienstag zunächst den Brexit-Vertrag zwischen Großbritannien und der EU mit deutlicher Mehrheit abgelehnt und Premierministerin Theresa May am Tag darauf ein Misstrauensvotum überstanden hat, muss May morgen nun also einen Plan B vorlegen. Aber wie könnte ein Kompromiss wohl aussehen? Aus London, Sven Lohmann. Die Ungeduld des britischen Parlaments mit Premierministerin May wächst. Eigentlich hatten sie hier gehofft, dass die Regierungschefin auf die Parlamentarier zugeht, einen Kompromiss erarbeitet. Immer wieder Besuche bei ihr in Downing Street No. 10 in den vergangenen Tagen, ohne erkennbares Entgegenkommen. Mehreren Abgeordneten reicht es nun. Aus Sorge vor einem ungeregelten Brexit wollen sie May nun zwingen, den EU-Austritt zu verschieben, sollte sie keinen mehrheitsfähigen Plan vorlegen. Wenn eine Mehrheit des Parlaments sagt, wir wollen keinen Ausstieg ohne Deal, dann müssen wir Anträge stellen und der Regierung Anweisungen geben, weil die Premierministerin einfach nicht auf das Parlament hört. Anweisungen würden bedeuten, das Parlament übernimmt in Teilen die Kontrolle über den Brexit, eine Beschneidung der Regierung. Das hätte Konsequenzen weit über den Brexit hinaus. Es wäre weise, unsere festgelegten Zuständigkeiten beizubehalten und jetzt nicht beim Brexit anzugreifen. Konfrontation, obwohl May eigentlich Unterstützer braucht. Karl Mackie ist spezialisiert auf Streithähne, glaubt aber kaum daran, dass ein Schulterschluss gelingen kann. Es hilft nur, dass man die Beteiligten zusammenbringt, sie dazu zwingt, die Sichtweisen der anderen zu verstehen und ihnen hilft, nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Leider sind Politiker zu wenig darin geübt, sich flexibel zu zeigen, nachzugeben. Das erschwert die Situation. Theresa May sucht nach einem Kompromiss. Einer der zentralen Streitpunkte, ihr Plan für die irisch-nordirische Grenze. Zu viel Einfluss von der EU, den will sie versuchen einzudämmen und gleichzeitig eine harte Grenze vermeiden. Aus Sorge vor zunehmender Gewalt. Gestern explodierte in der nordirischen Stadt Londonderry eine Autobombe. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet eine Splittergruppe der militanten Untergrundorganisation IRA hinter der Tat. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Mit einem Plan für die Grenze will May Kompromissbereitschaft zeigen. Ob das reicht? Offen. Aus dem antiken Mazedonien stammte er und dass er und seine Heimat griechisch waren, das steht ja wohl außer Frage, oder nicht? Schließlich beginnt mit Alexander dem Großen die große hellenische Epoche des antiken Griechenlands. Und auch heute noch heißt eine nordgriechische Region Makedonien. Doch das Land darüber heißt offiziell ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und das macht die Sache kompliziert. Denn die beiden Nachbarländer streiten seit Jahren um den Namen Mazedonien. Ein Kompromiss soll nun aus der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik Nordmazedonien machen. Aber dagegen laufen viele wütende Griechen Sturm. Warum, berichtet Michael Schramm. Aus dem ganzen Land sind sie nach Athen gekommen mit Bussen, Zügen, Flugzeugen und Schiffen. Mehr als 100.000 sollen es nach Schätzungen sein, die rund um das Parlament demonstrieren. Ihre Wut richtet sich gegen die Regierung Tsipras und den von dieser mit dem Nachbarland ausgehandelten Kompromiss in einem Namensstreit. Mazedonien ist griechisch, lautet ihr Motto. Sie wollen den dem nördlichen Anrainerstaat zugestandenen Namen Nordmazedonien nicht hinnehmen. Schließlich gibt es eine griechische Provinz gleichen Namens. Für die Menschen hier ist Mazedonien Teil ihrer Heimat und ihrer Geschichte. Zudem fürchtet man auf längere Sicht Gebietsansprüche. Linke und rechte Extremisten randalieren, es gibt zahlreiche Verletzte. Politiker werden als Vaterlandsverräter beschimpft. Sie versuchen, unsere Geschichte zu stehlen. Sie versuchen, eine fremde Kultur von einem anderen Land zu rauben. Man kann nicht einfach 3000 Jahre Geschichte in Frage stellen. Im Sommer 2018 wurde von Regierungsvertretern feierlich ein Vertrag unterzeichnet, der für die ehemalige jugoslawische Teilrepublik Mazedonien zukünftig den Namen Nordmazedonien vorsieht. Das Parlament in Skopje hat dem bereits zugestimmt.
Das Land strebt in NATO und EU, was bisher von Athen blockiert wurde. Nach Umfragen lehnen 2/3 der griechischen Bevölkerung den für das Nachbarland ausgehandelten Namen ab, trotz möglicher Vorteile. Mazedonien, die Perspektive auf eine EU-Mitgliedschaft in der ferneren Zukunft, hätte für die griechische Wirtschaft ganz große Vorteile. Vor gut einer Woche zerbrach die Athener Regierungskoalition an der Mazedonien-Frage. Seither verfügt der Ministerpräsident im Parlament über keine Mehrheit mehr. Dennoch gelang es in diesen Tagen mit Stimmen aus anderen Parteien, eine Vertrauensfrage zu überstehen. Bereits Anfang kommender Woche will man die Mazedonien-Vereinbarung auf ähnliche Weise durchbringen. Für die zahlreichen und oft weitgereisten Demonstranten von heute sind das keine guten Nachrichten. Im Mittelmeer hat sich offenbar erneut eine Flüchtlingstragödie ereignet. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Linda Zervakis. Vor der Küste Libyens sowie zwischen Marokko und Spanien gerieten 2 Boote in Seenot. Dabei könnten bis zu 170 Flüchtlinge ums Leben gekommen sein. Das berichten die Internationale Organisation für Migration sowie das UN-Flüchtlingshilfswerk unter Berufung auf Überlebende. Eine offizielle Bestätigung für die Opferzahl gibt es bislang nicht. Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in der Demokratischen Republik Kongo hat das Verfassungsgericht den Oppositionspolitiker Tshisekedi zum Sieger erklärt. Die Richter in der Hauptstadt Kinshasa wiesen eine Klage des unterlegenen Kandidaten Fayulu ab. Der appellierte an die internationale Gemeinschaft, das Ergebnis nicht anzuerkennen. Seine Anhänger rief er zu friedlichen Protesten auf. Mit einem neuen Vorstoß hat US-Präsident Trump versucht, den seit Wochen andauernden Haushaltsstreit mit den Demokraten beizulegen. Trump sicherte bestimmten Gruppen von Migranten für die Dauer von 3 Jahren Schutz vor Abschiebung zu. Im Gegenzug beharrte er darauf, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Die Demokraten wiesen den Vorschlag zurück. In Paris sind zum 2. Mal Frauen der Gelbwestenbewegung zu einer eigenen Demonstration auf die Straßen gegangen. Ungeachtet der von Präsident Macron ins Leben gerufenen Bürgerdebatte richtet sich ihr Protest weiter gegen die Reformpläne der französischen Regierung. Über das gesamte Wochenende haben damit nach Angaben des Innenministeriums mehr als 84.000 Menschen an Demonstrationen der Gelbwesten teilgenommen. Nur ein Bruchteil von ihnen eignet sich als Stoff für einen Hollywood-Katastrophenfilm, aber dennoch können sie uns auf der Erde ziemlich gefährlich werden. Asteroiden sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen, aber allein in unserem Sonnensystem sind bislang fast 800.000 von den Himmelskörpern bekannt, die hauptsächlich aus Gestein, seltener auch aus Metallen bestehen. Asteroiden bewegen sich auf Bahnen, die durch kleine Kollisionen oder Anziehung der Planeten abgelenkt werden und so auch auf Kollisionskurs auf die Erde kommen können. Was Wissenschaftler nun vorhaben, um einen drohenden Aufprall zu verhindern, berichtet Sebastian Kisters. Die russische Stadt Tscheljabinsk am 15. Februar 2013. Ein Asteroid mit einem Durchmesser von rund 20 Metern explodiert über der Stadt nach dem Eintritt in die Atmosphäre. Dächer werden eingedrückt, Scheiben platzen, 1500 Menschen werden verletzt. Rüdiger Jehn beobachtet für die Europäische Raumfahrtagentur Asteroiden in Erdnähe. An diesem Sonntag hat er 809 mit potenziellem Kollisionskurs auf dem Schirm. Tscheljabinsk, diese 20-Meter-Brocken, da haben wir geschätzt, das trifft alle 30, 40 Jahre ein. Das ist nicht so häufig, aber so 5 bis 10 Meter Objekte, die können wir fast jedes Jahr erwarten. Irgendwo auf der Welt treffen die dann auf die Erde. Der nächste Asteroid in Tscheljabinsk-Größe könnte die Erde 2022 treffen. Wahrscheinlichkeit rund 1 zu 4.000. In Zukunft gibt es bei anderen Asteroiden aber auch Trefferwahrscheinlichkeiten von 1 zu 16. Die Raumfahrtnationen bereiten sich vor. Die Amerikaner wollen bereits in 3 Jahren einen Asteroiden probeweise durch Beschuss vom Kurs abbringen. Die Amerikaner testen es jetzt. Im Jahr 2022 wollen die zu Didymoon hinfliegen und da einschlagen. Wir wollen von Europa aus da auch mitarbeiten. Wir wollen später hinfliegen, wollen den Krater untersuchen, damit man besser vermessen kann, wie erfolgreich solche Missionen sind. Auf einer Konferenz bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt wird in der kommenden Woche darüber beraten. Die Europäer sehen sich auch selbst in der Lage, Asteroiden aus dem Kollisionsweg zu räumen.
Wir sind mit Rosetta zum Kometen geflogen. Also wir haben alle Technologie, die benötigt wird, um mal zu einem Komet oder Asteroiden hinzufliegen, ihn genau zu treffen, wenn nötig wäre. Also wenn wir ein paar Jahre Zeit haben, dann wäre auch Europa in der Lage, sich daran zu beteiligen. Zunächst investieren die Europäer jetzt in ein neues Superteleskop, um gefährliche Asteroiden wie den von Chelyabinsk überhaupt früh genug zu entdecken. Die Zeiten, in denen die Gegner ein Fernrohr brauchten, um die Bayern an der Tabellenspitze zu sehen, die sind in dieser Saison vorbei. Aber auch so manche andere Mannschaft hatte sich die Bundesliga-Hinrunde erfolgreicher vorgestellt. Vizemeister Schalke etwa. Aber immerhin, der Auftakt der Rückrunde, der verlief für S04 gar nicht mehr schlecht, Julia Büchler. Schalke hatte sozusagen heute endlich mal wieder eine Fußball-Sternstunde. Das 2:1 gegen Wolfsburg, das war zwar ein richtiger Arbeitssieg, aber egal, die Erleichterung danach, die war umso größer. Und die Abstiegssorgen, ja, die sind erstmal ein bisschen kleiner geworden. Der Mann des Spiels, das war er hier, Daniel Caligiuri, er schoss beide Tore. Kein Wunder, dass sogar Lazio Rom Interesse an dem Italiener hat. Der Ex-Wolfsburger macht ganz Schalke glücklich und besonders natürlich seinen Trainer. Der hat heute auch überrascht. Domenico Tedesco hatte ein intensives Nähebedürfnis. Drei so wichtige Punkte gegen Wolfsburg. Er hätte die ganze Welt umarmen können. Genau wie sein Doppeltorschütze Caligiuri. Wir wollten, die Spieler wollten. Und ja, so wie die Mannschaft marschiert ist, vor allem nach der ersten halben Stunde, ja, ist aller Ehren wert. Das war eine gute Leistung. Schalke wurde überraschend umgebaut. Kapitän Ralf Fährmann draußen, für ihn ist Alexander Nübel im Tor. Ein leistungsbedingter Wechsel laut Tedesco und natürlich ein Statement, dass sich nach der miserablen Hinrunde etwas ändern muss. Den richtigen Schwung haben zunächst die Gäste. Gerhard auf Memedi, die erste schwere Aufgabe meistert Nübel nach 5 Minuten und das macht er überragend. Schalke hat in der Hinrunde 5 von 8 Spielen zu Hause verloren. Der erste Angriff der Hausherren wird ganz robust gestoppt, obendrein im Strafraum. Foul von William an Schöpf, kein Zweifel, klarer Elfmeter. Eine Sache für Daniel Caligiuri und der verwandelt sicher gegen Castells. Das 1:0 in der 8. Minute, ein Anfang, mehr nicht. Deshalb auch kein Gefühlsausbruch bei Trainer Tedesco. Wolfsburg, in dieser Saison besser als erwartet, hat auch auf Schalke einen klaren Plan. Steffen mit schlauem Diagonalpass auf Memedi, der Pfosten rettet für Nübel, aber nur ganz kurz. Denn Elvis Redzepi ist zielsicher sein erstes Bundesligator. Nach 20 Minuten Wolfsburgs Ausgleich mit einem schönen Spielzug und etwas Glück in der Vollendung. Die Gäste sind danach besser. Nach 30 Minuten ändert Tedesco seine Taktik, wechselt von Vierer- auf Dreierkette hinten. Ein Schachzug, der zu Beginn der zweiten Hälfte auch offensiv Wirkung zeigt. Gut, aber Castells verhindert seinen Jubelschrei. Zumindest Ecke für Schalke durch Caligiuri. Doch Rudi trifft nur die Latte in der 51. Minute. Labbadias Wolfsburger kommen kaum noch zum Zug. Schalke bestimmt und diktiert nun das Spiel und belohnt sich in der 79. Minute doch noch. Caligiuri trifft zum zweiten Mal, trifft zum Sieg. Darauf hatten alle Schalker so sehr gehofft. Ich bin nicht der einzige Matchwinner. Wir als komplettes Team waren die Matchwinner heute. Und ab der 30. Minuten, sagen wir mal so, hat jeder an seine Stärken geglaubt und alles rausgehauen. Und selbst Ralf Fährmann kann sich mitfreuen, auch wenn er heute Schalkes einziger Verlierer ist. Für den Club geht das neue Fußballjahr so schlecht weiter, wie das alte aufgehört hat. Die Franken bleiben die Schießbude der Liga. Kein anderer Verein hat schon so viele Treffer kassiert. Aktuell sind es 41 inklusive der 3 heute gegen Hertha BSC Berlin. Im Aufsichtsrat des 1. FC Nürnberg, da hört der Chef angeblich jeden Tag das Lied No Surrender von Bruce Springsteen, übersetzt keine Kapitulation. Auf dem Platz heute sah es aber leider anders aus. Nürnberger Abstiegsfrust und Berliner Auftaktlust nur eine Spielfeldhälfte auseinander. Die Hertha startet furios in die Rückrunde. Ibisevic im Doppelpass mit Sturmpartner Selke. Berlins Führung nach 15 Minuten ein Produkt individueller Klasse, aber auch Nürnberger Abwehrschwäche. Die Klubverteidiger eigentlich 4-2 in Überzahl, aber schlicht zu weit weg von Torschütze und Vorbereiter. Der Torhüter hat's genau gesehen. Das müssen wir besser machen, stabiler stehen. Wie gesagt, die Möglichkeiten vorne waren da. Das Engagement war da, aber ja, so reicht es leider trotzdem nicht.
Nürnbergs einziger Lichtblick an diesem trüben Nachmittag dann kurz vor der Pause. Die Ecke landet auf Umwegen bei Eduard Löwen, dessen Schuss bei Hanno Behrens der verdiente Ausgleich. Viel mehr zu bieten als diesen Standard hat der Tabellenletzte aber auch heute nicht und die Hertha hilft fleißig mit. Vier Berliner im 5-Meter-Raum, keiner bei Nürnbergs Anführer. Beim Club schwindet die Hoffnung auf den Klassenerhalt trotzdem schon zum Auftakt der Rückrunde. Wir hätten heute sicherlich einen Sprung machen können in der Tabelle, keine Frage mit dem Sieg. Das haben wir uns vorgenommen. Wie gesagt, wir haben alles reingeworfen, aber am Ende muss man auch dann eine Cleverness und eine abschlussstarke Hertha-Mannschaft am Ende auch bilanzieren. Der Trainer wackelt in Nürnberg übrigens noch nicht, die Abwehr dagegen bedenklich. Hertha auch im zweiten Durchgang kaltschnäuzig, Duda eiskalt, Berlin nur 5 Minuten nach Wiederanpfiff wieder voll. Bedenklich aber auch hier die Nürnberger Abwehrleistung. Sie kommen gar nicht erst in die Zweikämpfe. Der Torschütze ist völlig ungedeckt. Der Abschluss von André Duda allerdings gelingt technisch perfekt. Das 3:1 dann fast eine Kopie. Diesmal legt Selke ab und wieder ist es Duda, der da am Eingang steht und den Club fast schon in die zweite Liga befördert. Höchststrafe für den FCN, Beinschuss gegen Everton. Für Duda sind die Saisontore 8 und 9 gleich doppelt wertvoll, denn der Doppelpacker bekommt neben Streicheleinheiten vom Sturmkollegen auch eine Luxusuhr als Prämie. Wie eifersüchtig sind Sie denn auf Duda? Bin ich nicht, der muss bestimmt Steuer zahlen, oder? Große Geste, Duda will die Uhr gar nicht, er will den Wettgewinn stattdessen spenden. Der erste FC Nürnberg hält zwar weiter zusammen, der nächste Abstieg ist heute allerdings ein ganzes Stück wahrscheinlicher geworden. Die Tabelle. Dortmund weiter vorn mit 6 Punkten Vorsprung auf Bayern München. Mönchengladbach auf Rang 3, dann Leipzig, Frankfurt und Wolfsburg. Berlin ist 7. Die zweite Hälfte beginnt mit Leverkusen, gefolgt von Mainz, Schalke, Freiburg und Düsseldorf. Stuttgart auf dem Relegationsplatz, Hannover und Nürnberg belegen die Abstiegsränge. Zu den Australian Open nach Melbourne. Riesenenttäuschung hier bei Tennisspielerin Angelique Kerber. Nicht einmal eine Stunde dauerte ihr Achtelfinalmatch gegen Daniel Collins aus den USA und dann war Schluss. Mit 0:6 und 2:6 verlor die Nummer 2 der Tennis-Weltrangliste gegen die Nummer 35. Nach dem Aus der 31-jährigen Kerber ist von den einst 13 deutschen Startern nur noch Alexander Zverev dabei. Und zum Biathlon nach Ruhpolding. Premiere für Franziska Preuß beim Heimweltcup. Die 24-Jährige feierte beim Massenstart über 12,5 Kilometer den ersten Sieg ihrer Karriere. Nach einer fehlerfreien Vorstellung kam sie aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Laura Dahlmeier dagegen landete nach überstandener Grippe nur auf dem 30., dem letzten Platz. 8. Erfolg im 10. Weltcuprennen für Bobpilot Francesco Friedrich. Nach dem Wettbewerb im Zweier gestern gewann der Olympiasieger auch das Rennen im Viererbob in Innsbruck Eagles. Auf der Olympiabahn von 1976 fuhr Friedrich mit seinen Anschiebern Martin Grotkopf, Alex Schiller und Thorsten Magis in beiden Läufen die schnellste Zeit und siegte vor dem Letten Oskar Skibermanis. Europameister Johannes Lochner belegte den 3. Rang. Francesco Friedrich führt damit auch weiter die Weltcup-Gesamtwertung an. Und zum Schluss jetzt noch die Frage der Nacht. Welche Chancen bestehen für Mondsüchtige, heute Nacht das Spektakel der totalen Blutmondfinsternis bewundern zu können, Sven Plöger? Ja, das wird was Beeindruckendes sein. Viele Menschen in Deutschland werden es sehen. Mein Tipp, warm anziehen, die Nacht wird eine kalte. Wir gucken ganz kurz auf ein Bild von Stefan Seib. Da ist bei einer früheren entsprechenden Mondfinsternis aufgenommen worden. Das Licht der Sonne wird praktisch gebrochen in der Erdatmosphäre und dann ist der rote Anteil im Kernschatten wird zurückgeworfen und das sehen wir als Blutmond. Die Sichtbarkeit am höchsten zu erkennen hier zwischen Nordrhein-Westfalen und Thüringen sowie zwischen Rheinland-Pfalz und Teilen Niederbayerns, aber wie gesagt, warm anziehen. Wenn es klar ist, minus 10 bis in Mulden minus 18 Grad kalt, dann morgen früh ist eine bitterkalte Nacht. Unter Wolken sind es meist 5, 6 Grad unter Null und der morgige Vormittag gestaltet sich dann so, dass wir im Westen am meisten Sonnenschein haben, ganz im Norden, ganz im Süden ein paar
paar Flocken. Nachmittags wird es im Süden trocken sein, während im Norden diese Flocken so ein bisschen ins Landesinnere ziehen. Immer noch der Westen am sonnigsten bei Temperaturen zwischen minus 2 und plus 2 Grad auf Helgoland plus 6. Das sind die Aussichten. Im Westen ab und zu mal ein paar Schneeflocken, die Nächte weiterhin bitterkalt. Und zwischendurch scheint dann auch mal die Sonne. Also viel Vergnügen, würde ich jetzt mal sagen, bei der Mondbeobachtung morgen früh. Vielen Dank, Sven Plöger. Und das waren die Tagesthemen heute am Sonntag. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Und ab morgen begrüßt Sie dann an dieser Stelle Pina Atalay. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.